R-E-W-I-N-S-I-D-E. Okay, gut. Facecam. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Mit dabei ist heute der liebe Tobi. Was geht? Hallo. Hallihallo. Tobi, wo bist du? Komm her zu mir. Ich bin vor deinem Haus. Ich sehe dich nicht. Ich bin von der... Ach, da. Okay. Sehr gut. Okay. Ja. Tobi, was war jetzt so dringend, dass ich jetzt unbedingt bis Abend warten musste? Nee, wir müssen kurz zu meiner Werkstatt, ja? Mhm. Okay, alles klar. Ich erzähl's dir. Aha. Pass auf. Und zwar folgendes. Du hast ja letztens mitbekommen, wie wir mit Mo uns getroffen haben in seinem Haus. Der war ziemlich komisch. Ja, er war halt einfach nervös, nehme ich an, von seinem Bau und hat halt viel zu tun gehabt. Nee, wieso sollte man da nervös sein? Pass auf. Kann ja sein, dass das... Weiß ich ja nicht. Und das mit dem Keller. Das war auch ziemlich komisch. Und ich habe mir gedacht... Oh Gott, das wird Nacht, Tobi. Wir sollten das Ding definitiv beeilen. Ich will hier nicht unbedingt bei Nacht rumlaufen. Das ist nicht so schön, Alter. Ja, komm, wir sind eh gleich da. Pass auf. Okay. Und zwar, er hat sich doch ziemlich komisch verhalten, hat seinen Keller nicht gezeigt. Und ich weiß es nicht. Er hat gesagt, das ist eine Überraschung. Aber ich habe auch in meinem Anwaltsdasein damals schon gemerkt, wie Leute sein können und wie Leute auch lügen können. Mhm, okay. Was bedeutet, dass ich gerne vielleicht mit dir in den Keller schauen würde. Nein. Warte. Egal, was du mir zeigen möchtest, Tobi. Egal, was du jetzt hast. Wir können das nicht machen. Wir haben keinen richterlichen Beschluss. Wir haben keinen Durchsuchungsbefehl, Mann. Ich bin Bürgermeister, verdammt nochmal. Genau deshalb. Und ich kann doch nicht einfach in seinen Keller gehen, verdammt nochmal. Wir müssen auf Masitrix warten, bis er uns... Was ist das denn? Verhindern. Ja, pass auf, ich habe ja was gemacht. Nimm dir bitte einen davon. Okay. Und nimm bitte das ja auch noch. Was soll ich damit? Pass auf. Baby, das ist meine Rüstung. Ja. Und wenn du diesen Trank trinkst, dann sieht man uns nicht mehr. Das heißt, wir sind dann weg. Ja, aber ich gehe nicht... Kannst du nicht... Wir können nicht... Komm mal mit zu mir ins Haus ganz kurz. Komm mal schnell mit zu mir ins Haus, Tobi. Ja, warte, ich habe auch noch hier... Wir können doch nicht einfach bei Mo in den Keller gehen. Das geht nicht. Weißt du, warum nicht? Weißt du, warum nicht? Erstmal, ich bin der Bürgermeister. Ich vertrete diesen souveränen Staat. Und ich kann doch nicht einfach hingehen ohne Durchsuchungsbeschluss. Wir müssen da auf Masitrix warten, bis wir einen triftigen Grund haben, damit wir bei ihm rein können, verdammt nochmal. Wir können nicht länger warten. Was denn, wenn da was Großes drin ist? Aber was soll denn schon da drin sein? Mann, das ist Mo. Das ist ein guter Freund von mir. Ein einfältiger Kerl. Der hat Kinder. Der macht doch nichts. Du weißt, wie nervös er war. Ja, eben. Genau. Wahrscheinlich, weil er sich ein paar Sorgen gemacht hat um die Kinder oder sowas. Ich meine, Mo ist doch schon immer ein seltsamer Kauz gewesen. Da müssen wir uns doch keine Sorgen drum machen, dass er irgendwas in seinem Keller hat, Tobi. Ja, aber trotzdem. Ja, er hat sich ziemlich komisch verhalten. Du musst dir vertrauen. Ich weiß doch, wie es ist, wenn man lügt. Tobi, wir werden sicherlich damit voll auf die Schnauze fallen, Alter. Ich sag dir jetzt Pass auf. Was? Wenn du sagst, er hat nichts zu verheimlichen. Ja. Dann können wir doch da einfach reingehen. Ja, aber wir haben keinen Beschluss dafür, Tobi. Das kann auch Konsequenzen für meine Politik haben. Die Leute halten mich dann nicht mehr für glaubwürdig, wenn ich einfach Sachen auf meine eigene Faust... Ach, auf der anderen Seite, ich meine, was hat König Corona und König Gamersheim? Was haben die alles für eine Scheiße gebaut? Ich meine, ja gut, wenn du unbedingt willst, ja komm, dann lass uns von mir gehen. Okay, pass auf. Und ich sag dir, Tobi, wir werden darin nichts finden. Ich sag's dir jetzt, ich lege jetzt meine Hand dafür ins Feuer, dass Mo ein anständiger Kerl ist. Du legst deine Hand dafür ins Feuer? Natürlich werde ich das tun. Mo hat mich sogar gewählt, der hat mich unterstützt. Der ist zwar ein bisschen seltsam und irgendwie ein bisschen quirlig, aber das passt schon. Ja, dann sollten wir es vielleicht beeilen, bis die Tobi die Nacht zieht auf. Komm, es ist gerade noch dunkel. Wir sollten Ich bin von deinem Haus jetzt hier. Okay, gut. So, pass auf. Muss ich diesen dunklen Anzug jetzt hier anziehen? Was bringt das dann? Ja, das hat verschiedene Stoffe, du wirst es gleich sehen, ja? Mhm, okay. Pass auf. Wie willst du die Tür aufbekommen? Wir haben keinen Schlüssel. Mann, Rivi, du kennst mich. Mhm, okay, alles klar. Lass mich einfach einreißen. Nein, das können wir nicht machen. Hast du einen Dietrich dabei oder sowas vielleicht, um das aufzubrechen? Warte, ich habe einfach eine Eisenstange, kleine. Versuch mal. Warte. Oh Gott, was sind das für Türen hier? Hier ist keiner. Komm, beeil dich. Los, mach. Ja, ich hab's. Wir sind sehr gut, okay, gut. Jetzt steht die Tür natürlich. Zu machen geht ja. Pass auf, wir müssen jetzt aber ruhig sein. Mhm. Und Achtung, das Pferd könnte laut werden. Aber lass uns hier einfach. Warte, ich streiche ihn kurz. Ja, genau. So. Pass auf, guck mal, das ist schon ziemlich verdächtig. Hier ist doch nichts. Guck mal, hier geht's doch nicht mal weiter. Er hat den Keller doch noch nicht mal gebaut, Tobi. Guck hier. Hier ist nichts. Schau. Ja. Oh Gott, hier kommt. Oh, Achtung. Verdammt. Oh Gott. Ja. Was denn? Rivi. Warte mal. Er hat tatsächlich einen Keller. Rivi, es geht hier rein. Ist das nicht das Logo da? Was ist das? Vielleicht hat er nur die Banner geklaut? Ich weiß nicht. Warum sollte man diese... Warte mal. Tobi, wir können hier... Egal, was wir jetzt... Egal, was wir jetzt... Ja, warte noch. Egal, was wir an Beweisen finden, es ist eh nicht triftig. Ich meine, wir haben keinen Untersuchungsbeschluss. Wir dürfen hier gar nicht rein rechtlich... Oh Gott. Mann, was? Guck mal, uns sieht doch eh niemand. Was ist hier? Hast du den Trank in der Hand? Nein, ja, natürlich habe ich den in der Hand. Was ist das hier? Ja, was hat der hier alles? Warte mal. Hier ist ein Schwert. Musketen? Hier ist unser Stadtschwert, das wir geschenkt haben. Musketen. Was sind das hier alles für Waffen? Vor allem sind manche davon blutig. Was zum Teufel? Guck mal, das Ding hier. Oh mein Gott, er hat verschiedene Rüstungen hier. Guck mal, das Teil ist komplett blutverschmiert. Du sagst, dass Mo ein guter Mensch ist. Ich hab's gewusst, dass hier irgendwas im Keller ist. Der hat einen Waffenschrank. Der war damit sicherlich nur jagen. Jetzt komm, lass uns wieder hier rausgehen. Nein. Was ist das? Es klickt rum, aber... Es funktioniert nicht, ich weiß nicht. Naja, vielleicht ist es... Ja, der hat... Die können doch eh nicht. Sie haben eh bloß gepusht. Katana, was zum... Komm mit, wir können ja mal weiter gucken. Tobi, wir dürfen hier nicht sein, verdammt nochmal. Guck dir die Logos hier an. Was zum Teufel?
Die sind ganz groß, auch mit dem Banner hier. Okay, jetzt hast du mich überzeugt, Tobi. Vielleicht, aber das ist doch nicht... Warte mal. Ist das das, ja das, mehr, das gleiche Logo vom Banner? Was zum Teufel? Warum hat er das hier? Meinst du... Warte. Meinst du, er steckt... Das kann er nicht... Imo doch nicht. Ich wusste, dass er was vorhat. Der ist doch ein anständiger Kerl. Der steckt doch nicht mit der Mafia unter der Decke. Verdammt nochmal. Ich wusste das... Wieso sollte er sonst den Keller verstecken, Sigi? Hier? Was riecht? Was stinkt? Was ist das? Boah, stinkt das. Was ist das denn? Hä? Was zum Teufel? Was ist das hier alles? Ist das ein Labor? Was baut der hier an? Wie ist das... Ist es Tee? Ist es was? Ich weiß es nicht. Das sieht aus wie Tomatenpflanzen oder so. Boah. Wachse, aber das ist keine Tomatenpflanze. Ah, stinkt wie sonst was. Ja, eine Tomate riecht auf jeden Fall nicht so. Siehst du hier irgendwo Früchte dran? Die sind überall Lampen. Ja, ich nehme an, der hat einfach eine Gärtnerei im Keller. Das beweist noch lange nichts. Mo ist... Mann, pass, guck mal, sogar vor allem was hier ist. Der hat hier alles in so Gläschen gesteckt. Irgendwelche seltsame Apparaturen. Was sind das hier für Gläser? Warte mal. Ich weiß es nicht. Ich würde gern wissen, was zum Teufel ist das hier alles? Dieses rote Ding. Ich will hier nichts zerbrechen oder sowas. Verdammt nochmal, hast du irgendwas dabei, Tobi? Hast du was dabei, wo wir eventuell irgendwie mit... Keine Ahnung, können wir... Knie doch hin, Tobi, verdammt nochmal. Ja, warte, ich mach kurz weg. Haben wir vielleicht die Möglichkeit irgendwie... Wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, das hier aufzuzeichnen für die anderen. Das glaubt uns doch kein Mensch. Wie wollen wir das... Was, wenn wir einfach ein Gläschen mitnehmen? Das fällt auf, warte meinst mal. Meinst du wirklich, dass es auffällt? Ich hab ne Idee. Wir nehmen einfach das hier. Guck. Ich hab's. Ich hab einfach was von dir Pflanzen mitgenommen. Okay. Pass auf. Hoffentlich. Was? Das können wir der... Wo ist hier? Was? Wo? Was? Oh mein Gott. Hier, schnell. Nimm ihn. Vivi, pass auf. Du bist jetzt unsichtbar. Ich sehe dich auch nicht. Du siehst mich. Vivi, er ist hier. Er steht an der Treppe. Der läuft da vorne rum. Schleich dich aus. Ich kann doch jetzt einfach an ihm vorbeigehen. Nein. Wo zum Teufel geht's denn hier hin? Ganz langsam. Baby, er sieht uns nicht. Vertrau mir, er sieht uns nicht. Bist du dir da sicher? Hier geht's noch weiter runter. Da unten stehen Wachen. Was zum Teufel ist hier los? Oh mein Gott. Wir müssen raus hier. Die Wirkung hält nicht lange an. Was macht der hier? Der hängt hier ein Bild auf. Aber... Komm, wir schleichen uns einfach an ihm vorbei. Er sieht uns nicht. Oh Gott, der schießt rum! Raus hier, Tobi, raus! Komm! Die Tür! Du musst die Tür aufbrechen! Verdammt! Komm hoch, mach die Tür auf! Hoffentlich hört er das nicht. Okay, raus. Ich zieh sie zu. Oh Gott. Lauf! Oh mein Gott! Was zum Teufel war das, Tobi? Wir haben den Keller offen gelassen. Er weiß, dass wir da waren. Wir haben den Keller nicht zugebaut. Soll ich ihn zumachen? Deshalb hat er auch geschossen. Nein. Er ist schon unten. Er hat es nicht gemerkt. Komm zurück zu mir ins Haus. Ich bin bei dir. Wir gehen in mein Dachgeschoss. Alles andere ist jetzt zu riskant. Ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden. Der darf nicht wissen, dass wir ohne Durchsuchungsbefehl in deinem Haus gewesen sind. Ich bin der Bürgermeister. Ich liege hier oben. Ich leg dir. Komm her. Hast du irgendwas, damit ich wieder sichtbar werde? Gib mir mal ein Glas Milch oder so, wenn du hast. Wo bist du gerade? Hier vorne. Ich stehe hier vorne, bei der Lampe. Im Dachgeschoss. Leg einfach mal hier eine hin, bei der Treppe. Irgendwie was zu trinken. Gottes Willen, bevor der kommt. Komm, beeil dich nicht, wenn der jetzt gleich hier reinläuft oder sowas. Hier liegt Milch. Wo denn? Hier unten, glaube ich. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich zieh dich da nicht. Tut mir leid. Komm mit. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. Wir können froh sein, dass wir das hier hatten. Pass auf. Warte mal, ich will das irgendwo verstecken. Ich will nicht, dass das jetzt direkt. Pass auf, ich würde es nicht einfach auf den Boden legen. Versteck's irgendwo. Warte, du hast recht. Wir sollten irgendwo... Lass uns kurz runtergehen, da kommt ihr doch eh nicht hin, in unseren geheimen Keller. Komm. Okay, ja. Stimmt, gute Idee. Verdammt nochmal, warte, ich gehe ganz kurz... Okay, gut, komm her. Wir schauen uns das hier unten an. Ja, warte, ich hatte gerade wieder Kopfschmerzen, leichte... Moment. Was zum ich bin Teufel unterwegs, ich bin ist unterwegs. Das denn? Das sieht aus wie Tomate, aber das ist doch... Nochmal, Tobi, das beweist gar nichts. Der war nervös und hat sie sicherlich einfach nur... Er hat rumgeschossen, weil er dachte, da ist ein Einbrecher im Haus. Komm mal her. Du brauchst nicht in der Truhe legen. Es liegt hier vorne. Okay. Hier findet das eh keiner. Hier, schau es dir an. Das stinkt so ekelhaft. Das stinkt richtig widerlich. Ich pack das hier in die Kiste rein. Tobi, das beweist aber gar nichts. Ich meine, er war nervös, weil jemand in seinem Haus gewesen ist, weil jemand den Keller aufgebrochen hat. Natürlich schießt er dann rum. Ja, vielleicht hat er es auch nicht gemerkt. Kleiner. Oh. Der alles ist gut, geflogen. Gut. Aber vielleicht hat er es nicht mehr gemerkt. Aber warum sollte er da schießen? Vielleicht wollte er seine, was auch immer das war, ausprobieren. Hast du gesehen, wie schnell das Ding geschossen? Jetzt mal ganz anders. Was war das in seinem Keller, Tobi? Was waren das für Sachen? Ich weiß es nicht. Das ist doch... Pass auf, er hatte verschiedene Waffen Blut verschmiert. Ich wusste, dass da irgendwas ist. Er kann doch seinen Keller nicht einfach so verstecken. Ich glaube, dass Mo wirklich unschuldig ist. Nochmal. Gott, wir brauchen da sicherlich... Pass auf, lass uns da mit Masitrix morgen drüber reden. Vielleicht kann der was zu diesem komischen grünen Zeug sagen. Ja. Bis wir keine Anklage, bis wir nicht gesehen haben, was Mo falsch gemacht hat, ist er noch unschuldig. Der Typ baut irgendwas in seinem Keller an. Das ist ja nicht verboten laut Stadtordnung. Ja, aber du weißt nicht, was ich hoffe, dass wir dafür nicht in Teufels Küche kommen, dass wir da reingelaufen sind. Leute, das war's von dieser schönen Folge von Minecraft Empire. Ich hoffe mal, sie hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was Mo da eventuell im Schild führt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir haben keine Ahnung, was es damit auf sich hat.
hat. Tobi, ich glaube immer noch, dass Mo wirklich unschuldig ist. Ich glaube nicht, dass Mo sich jemals mit der Mafia verschwören würde, auch wenn er halt diese ganzen Beine aufgegangen hat. Mo, schau mal, Mo ist ein Idiot. Mo ist ein Trottel. Er macht einfach dumme Sachen ganz unüberlegt, hm? Ja, ich kenne ihn schon so lange. Doch, guck mal, er hat die Banner da hängen und alles. Aber das besagt er noch gar nicht. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen mit Marci. Leute, wir sehen uns morgen bei einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen bei einer weiteren Folge wieder. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.